Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Serie hier auf WePlay Games for You. Ich bin Rektalin und dieses Let's Play wird sich um Xenoblade drehen, dem ja, mehr als eindrucksvollen der Jahre, eins der besten wahrscheinlich. Hab's selber mal kurz angespielt, bin aber nie weit gekommen, beziehungsweise hab's nicht weit gespielt. Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. And the Makonis. Eindrucksvoll auf jeden Fall. The Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Eons have passed. Now, our world. This vast land stretching across the remains of the Bionis is under attack from a relentless force known as the Mekon. Ja, das ist ja krasse Kämpferei, die hier stattfindet. Irgendwelche Maschinenwesen gegen die Menschen. Und wurde der Kampf der Titanen weitergeführt. Wie ein Superheld oder wie auch immer. They're advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. Soulless Xenoblade, wenn man das richtig hier durch, das ist. Young man, we've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah, that's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Oh, sieht der unheimlich aus. We can stay and fight. What? We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Manado. With oh, Manado. The future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Manado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. Okay. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. Warum? I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse on. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave is approaching. Okay, geht's wohl gleich los. Let's show them what we got. We'll give them a war. Der sieht ein bisschen aus wie Hulk Hogan, finde ich. Acknowledged. Yeah.
What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. That should give me time to escape. Was bist du denn für ein Arsch? So, kurz bevor wir jetzt anfangen, im Grunde genommen ist das ja Tutorial. Wie habe ich mir das Let's Play vorgestellt? Entschuldigung. Wie habe ich mir das Let's Play vorgestellt? Nicht wie ein Husten, sondern wir gehen es relativ langsam an. Ich gehe davon aus, dass wir 2 Folgen ungefähr pro Woche realisieren werden. Folgenlänge ungefähr eine halbe Stunde. Schön nebenher als Langzeitprojekt jetzt erstmal angehen und nicht übertreiben. Denn ich möchte es auch ein bisschen genießen, sozusagen. L und R, um Gegner anzusehen. Okay. Haben wir gemacht. Das Kampfmenü. Okay. Muss aber sagen, sieht auch recht hübsch aus. Okay. Kämpfen wir mal. Was denn jetzt? Beziehungsweise Erklärung. Ja, richtig. Okay, wenn wir nah genug dran sind, gibt's Auto-Attack. Da macht man ja ordentlich Schaden hier. Technik-Symbol. Techniken mit durchgestrichenen Symbolen können momentan nicht angewendet werden. Okay. Verzauberung und Schmetterung. Kraft, also ein Buff und ein Damage. Machen wir Damage. Machen wir den Kleinen kaputt. Auch mal ein bisschen. Ah, sehr schön. Ist spiegelverkehrte Kamera. Finde ich sehr uncool. Müssen wir gucken, ob wir das umstellen können. Ah, müssen wir erst erfassen, genau. Ich hätte es fast vergessen. Ja. Wovon hängt das denn ab, ob man Techniken bekommt? Jetzt. Der tut alles, was quasi vor ihm steht, damit treffen. Das ist natürlich eine super Sache. Ich, gut. Und dir? Kann man mit dir was machen? Nee. Ah, da sind Gegner. Oh, oh. Vorbei, okay. Ist nicht so gut. Stehen aber eigentlich noch ganz gut da, deswegen buffen wir die mal nicht. Alter, das macht ganz schön Damage hier. So. Geben wir in dem Rest. Kavutsch. Ja, würde ich mal sagen, das war echt mal nicht schlecht auf jeden Fall. You gotta be kidding. It's their main force. Looks like the Mekon are hell-bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Weiter geht's. Dixon, Munka, let's do this. Okay. Müssen wir wohl nicht kämpfen. Ob Vega von Street Fighter ohne Maske auch so aussieht, ey? Gunblade, auch cool. Ist vorher gar nicht aufgefallen. Dunban, you alright? What does it look like? I'm still good to go. Guess even a hero's gotta reach his limit eventually. Mumka! Der sieht nicht gut aus. Sorry, brothers. Hate to drop this on you, but it's the Monado they're after. So have fun keeping him occupied for me.
Also doch ein Arsch. Don't worry. I'll organize your funerals. Well, see you boys. Wait. Alles halb so schlimm, solange man lachen kann. If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Dunban? Dixon, take care of the survivors. Dunban, what are you playing at? Yeah, opfert sich, ist offensichtlich. Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quieted down a bit. That thing's gonna be mine! Okay, was ein Arsch ist das denn? Oh. Was ist los? Gibt's wohl keine Flucht. The people of Bionis are just waiting here for you to pick us off. You are sorely mistaken. Wohl die Welt, wenn ich das so richtig interpretiere. Ach so, die leben auf diesen Titanengedöns. Die sind mittlerweile versteinert oder so. Okay. Krasse Angelegenheit auf jeden Fall. Laden, laden, laden. Ich hoffe mal, irgendwann sind Ladezeiten passé. A Mekon M71. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Okay. Oh, no good. It's broken. The joint section. Buckled. It's completely useless. Ugh. Oh. Die sogar ganz gut aussieht. Besser als der Charakter fast. Hä? Huh? Was? An M69. Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Shulk! Right. Okay, was ist jetzt los? Ist ein Käfer. Nee, Quatsch, wie heißen die Krabben? Käfer, bin ja auch blöd. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arcs to finish it off. Okay. Also taktisch vorgehen, wohl oder übel. KB-Gefährte, ja, ist ja logisch. Okay, er kann heilen und schlagen. Okay, wir haben einen Cooldown. Alright, I'm feeling up. Zeigen wir ihn mal. Hat wohl funktioniert. Let's go for a quick win. Was ich gut finde ist. Ihre eigene Spezial. Das ist wohl unsere Spezialtechnik. Okay. Who else wants some? Schatztruhe, okay, was ist da jetzt drin? Krabbel, Eisenhaus, kleiner Panzer, okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Wie, was ist denn das? Neuer Gegner, das? Da können wir nicht flüchten. Wir müssen alles töten. Logisch.
mit Rudolf angreifen wahrscheinlich. Also wenn er einen roten Kreis hat, dann hat er die Aggro. Ah, okay, wir müssen von hinten angreifen am besten. Logischerweise ist da auch Thanks, Ryan. That was a close one. Okay, what are you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Schult. Anyway, we better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Ja, der kann ja nicht einfach mal pro forma während der Pause hinrennen, nur weil er denkt, Schalk ist irgendwie in Gefahr. Okay, haben wir auch eine Kamera zu bedienen. Genau, logisch, alles Standard. Spielspeichern, auch klar. Tutorials kann man auch ansehen. Ja, bla bla. Alles gut. Wollen wir heute nicht angucken. Nehmen wir alles mit. Das für Viecher, die können wir doch bestimmt umhauen. Machen wir dann auch mal. Für die Musik ganz gut. I'm powering up. I'm feeling it. Ja, haben die Akku. We can definitely do this. Almost there. Down. Kleine Hasi haut ganz schön rein. Was ist denn das? Was ist denn eine Harmonie mit? Was hat uns der Level-Up jetzt gebracht? Also dem anderen Hoshi mehr als uns? Ich hab's nicht so mit Namen, muss ich dazu sagen. Also es kann durchaus sein, dass irgendwelche, nennen wir es im besten Fall, Kosenamen verwenden werde. Yeah, we got them good. Cool. Let's keep this up. Weil, wie gesagt, Namen habe ich. Talentbäume gibt es also auch. Können wir da irgendwie was jetzt machen? Schrottschwert, Kolonie, okay, Ausrüstung. So, nicht das, was ich. Trainieren, das wird schon. Können wir auch noch nicht. Können ja noch gar nichts hier. Ne, dann gehen wir erstmal weiter. Halt. Aber hauen wir alles mal hier tot? Ja, wie? Nach den Kämpfen sind wir voll geheilt, oder was? Ryan, you're a lifesaver. Eat this! Easy there, Ryan. Cheers, sure. How good are we? You've been protecting me since I can remember, mate. So. Das hier nichts. Was ist das da vorne? Den machen wir erstmal kaputt. Den kleinen Mück. Bring it on! Boom! How good? We can definitely do this! Not long now. Nothing like a good fight. Nice job! 10 EP, 4 TEP. Was soll mal TEP sein? Sammel-Items registrieren. Ist hier alle Items einer Reihe oder gar alle Items auf einer Seite zu sammeln? Ist so eine Belohnung, Kollektion. Gucken wir uns nochmal die Kollektion an. Kollektion. Haben wir die jetzt schon? Ja, okay. Achso, weil wir die gesammelt haben, können wir sie registrieren.
I need to be even stronger. That's what I'm talking about. Oh, neue Technik. Ja, werden wir wahrscheinlich noch in dem Tutorial verstehen. Ich vermute nämlich, dass das jetzt alles nach und nach erst freigeschaltet wird. Angriff von der Seite. Moment, das hier, zack. Alright, I'm feeling it. You're a lifesaver, like a sweat. Let's stay focused. Erstmal alles einsacken, was wir einsacken können. Und kämpfen, wo es nur geht. Bring it on! We can definitely do this! Ich find's ein bisschen komisch, dass wir anscheinend immer automatisch vollgeheilt sind. Machen wir das doch gerade auch mal wieder unsere Collection dazu. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch so ein Item ist. Da, Tatsache. Mondblume. Vorne können wir schon wieder was einsammeln. Ah, ich habe das Menü noch offen gehabt, verstehe. Kaputt. Come on! Backslash! Alright, we can do it. We've almost got them. Is that all you've got? Let's stay focused. Kleiner Mückkristall, Leichthandschuh. Das müssten wir eigentlich schon mal ausrüsten können. Mal gucken, ob das irgendwie Begrenzungen gibt, wer was anziehen kann und solche Sachen. Und hier gibt's Sockel auch. Das heißt, man kann es auch noch verbessern. Was haben wir denn hier? Leichthand. Würde uns verbessern, ziehen wir an. Sieht man's? Nee, irgendwie nicht. So. Ich muss bei Schalk immer an She-Hulk denken. Ich weiß auch nicht warum. She-Hulk für die, die es nicht wissen oder sich nicht denken können. Ja, weiblicher Hulk, ne? So. Bring it on! Babuza, Babuza. How good are we? Yeah, this is we can definitely do it. Dass die sich da immer selbst verweihräuchern, wie keine Ahnung was. Don't mess with the best. Ja, aber echt, ey. Kämpfe hier gegen Level 1 Mobs und machen meinen Severns. Kann man auch daneben hauen? Hey, let's go for it. Now it's right. I'm feeling it. Split it. Sind denn diese Balken, die da aufbauen? Wofür sind die denn gut? Haben wir Kristalle wieder gesammelt? Das ist EP oder was? Offensichtlich noch nicht. Ich wollte eigentlich diese Käferkerlis angreifen. Im Sinne von Wurmschlangen oder. Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Hier. Na, okay, das hat ja. Nice job! Haben wir hier. Hier nicht wegkriechen. Ihr sollt noch totgebremst werden. Die sind ein bisschen stärker anscheinend. Gemeines Raupi. Durchaus treffen. So, den haben wir umgebaut. Da hinten ist eine Stadt oder so, wenn ich das. Come on! Let's go! What? Du Arsch! Split it! How good are we? Yeah, this is a good place. We can do it! Powering up! Alright! Acro Tennis. Good job, everyone! Who else wants some? Es ist aber gut, dass überall Schatztruhen sind, nachdem man jemanden getötet hat. Das finde ich praktisch. Ja, das Gear nicht wegfliegen, was soll das? Come on, we can do it. Down. Good job, everyone. Good thing I'm here. None? Anyone?
Das, was sie labern, wiederholt sich auch nicht so schnell. Das finde ich wiederum auch ganz gut. Ich habe gerade beschlossen, dass wir nicht alles bekämpfen auf dem ersten Weg jetzt. Wir sind anscheinend im neuen Gebiet, Kolonie 9. Wir sind wohl am Bein von dem riesen Titanenkerl angekommen. Weil ich wollte doch da die drei Sachen einsammeln noch. Naja, was soll's, können wir jetzt nichts dran ändern. Here we are. I better stop in at HQ. You're off to the weapon development lab. Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right, see you later. Okay. Bei Händlern können wir einkaufen. Wir haben so ein Zirkuszelt über dem Kopf. Geld verdienen. Okay. Missionen gibt es hier auch. Tauschen können wir auch teilweise. I can feel the power. Ja, ist ja gut, dass du die Power fühlst, aber irgendwie will man Levels verteilen. So, ich würde aber sagen, dann beenden wir die erste Folge auch an dieser Stelle. Beziehungsweise jetzt noch nicht. Sammeln erst noch mal diese drei Geschichten da auf. Das stört mich sonst nicht. Und da oben die linke, also insgesamt noch vier Sachen aufsammeln. Eine Schwarzkey. Eine blaue Kette. So, dann gehen wir mal wieder zurück in die Stadt. Ich muss sagen, es macht schon einen Unterschied, wenn man es mit der Wii U, mit dem HDMI-Kabel und dergleichen dann spielt. Die gibt das ja dann zum Glück auch in 1080p aus. Ich irre. So, jetzt machen wir erstmal das mit der Collection noch fix. Ja, natürlich, schalten wir alles frei. Jetzt müssen wir irgendwas bekommen haben. Okay, haben wir was bekommen? Ja, fix. Auch wieder was? Und was bekommen wir? Was auch immer das für Sachen sind. Es werden wahrscheinlich irgendwelche Gems sein oder so. Gehen wir jetzt mal speichern, würde ich sagen. Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen.